Hello, Mad Guys. Bin wieder da. Jo. Wir fangen an mit denen, mit denen, mit denen, mit denen. Und schon haben wir 4 Plätze verschwendet. Woohoo. Ja komm, wen nehmen wir denn? Den Angsthasenpilz. Wir sind hier in der Nacht. Komm, Unheilpilz. Die und die. Ah ne, oder doch, wird schon schief gehen. Und das Tolle an der Kacke ist, ja, schön nebelig. Ach ja, ich bin noch pro, wo ich den hinstelle. Leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich mir nur nicht gemerkt, wo die erste Gabel war, ich glaube da. Das sieht man nämlich nicht, das ist ganz, ganz nett. Dem macht's gleich um. Die stehen eigentlich eine Reihe weit zu. Ach, ist egal. Scheißegal, wenn sie falsch stehen. Draufgekackt. Jetzt sehe ich nur natürlich nicht, woher die kommen. Außer da, wo gleich angefangen wird zu schießen. Irgendwo unten. Jo, da ist er. Einfach weiter. Ach ja, ich habe es jetzt wohl noch nicht erwähnt, aber ich werde jetzt nur noch 5 Level machen, weil einfach die Videos zu lang wären und die Dateien zu groß. Ja. So ist das nun mal. Oh, da ist irgendwo dieser Scheiß-Zombie. Boom. Jo, der geht wohl irgendwie manchmal die Box auf und dann macht's Boom, aber wie genau das Prinzip von dem ist, weiß ich selber nicht. Mehr Pilze brauchen so lang. Naja, aber da, wo ich sie hin platziere, ist ja so gut wie nichts. Und guckt euch das an. Fast nur Pustepilze. Real mad. Boah, jetzt kann ich die noch weiter nach vorne hinsetzen. Woo! Und ich sehe nicht mal, was da abgeht. So cool. Yay, letzte Welle, wie schön. Gleich erstmal den irgendwo einen Unheilpilz-Bum-Bum machen lassen. Kann ich den da machen? Ja. 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 Jetzt sehe ich nicht mehr viel. Los, mach kaputt. Mach kaputt. Ach, da oben ist noch einer. Aha. Yes. Laterne. Oder Planterne. Pflanterne, so. Pflanterne. Die ist schön. Oh, genau, das gleiche nur noch diesmal mit Footballspielern. Die brauche ich immer. Da fehlen noch 3 Higgs-Plätze. Geil. 3 Stück, Die und noch ihn. Ach komm, lass noch mal die nehmen. Oder? Ja, komm. Wird schon irgendwie gehen. Und da kommt der erste. Gut.
Ich habe dich schon wieder in die falsche Reihe gesetzt. Ja, okay, eigentlich nicht, aber ja, okay. Ich lasse diesmal in der Reihe einfach mal so. Ach ja, und die Bette sollten ausgelassen werden. Deswegen, ja, okay, lasse ich sie aus. Na? Wo ist die nächste? Laternen werden ja auch bald zum Einsatz kommen. Bold. Wird mir halt aber noch nichts bringen, die Laternen zu platzieren. Ich glaube, ich platziere die mal da. Ach, ich werde ja gleich einfach sehen, ob es passt oder nicht. Komm, lass mal testhalber eine platzieren. Jo, da war richtig. Aber ist jetzt gerade etwas scheiße wegen der Platzierung. Habe ich gerade etwas Pech. Aber ja, die Plätze sind richtig. Yay. Auf jeden Fall da, wo die Laterne steht, da muss beschützt werden. Na, na, na. Jetzt muss ich noch warten, bis da der Zombie weg ist. Na, na, na. Tada, und ich sehe alles. Perfekt. Hey, da kommt der erste Schwimmende. Oh yeah, real mad. Jetzt kann ich anfangen, die auch zu ersetzen. Eine riesige Wall von Zombies nähert sich. Natürlich erstmal die Laternen sichern, denn die Laternen sind Pflicht. Ach ja, und ich zeige euch mal was. Da, wo ich den Untergangspilz gemacht habe, ist so ganz komisches Wasser. Dann kann ich da auch nicht platzieren. Nicht, dass man meinte, oh, dann kann man die Unheilpilze ja immer auf Wasser machen. Das ist ja dann total gut. Funktioniert leider nicht. Leider Gottes. Ich glaube, dass einfach nach irgendeiner Zeit die Dinger explodieren können. Also, sonst. Ich kenne das Prinzip von den Dingern nicht. Wenn man sie früh genug tötet, explodieren sie nicht. So viel habe ich herausgefunden. Ach ja. So viel Money und nichts damit anfangen können. Nicht wirklich, ne? Da ist ein Footballspieler. Weil ich kann hier dann. Du kannst doch nicht platzen. Die Footballspieler sind aber ein bisschen mad. Und die fressen verdammt schnell. Viel Fresse. Vielleicht kann ich wieder irgendwo Untergang machen. Real Mad! Kaboom! Oh yeah, Untergang for the win. Dynam.
Booyah. Faschist-Stacheln, die Ballons platzen lassen. Tja, was sagt uns das? Nerd-Zombies in Ballons. Gucken wir mal im LAN. Was gibt's denn hier? Noch nichts, was ich gebrauchen könnte. Gut, dann... Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Zwei Stück noch. Wow. Unheilpilz, wie immer. Und dann... Komm, lass... Ich nehme das Doppelte. Oder? Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Ach komm, lass drin. Auf die Plätze, fertig. Pflanzen. Wo war eigentlich die Hake? Verdammt, den wollte ich eigentlich einen weiter vorne platzieren. Aber okay. Puff, Kopf ab. Wahrscheinlich kommt er da. Jo. Bin ich gut. Muss ich schon Laternen machen? Ja, müssen eigentlich nicht, aber ich tue es. Ah, da ist irgend so ein Depp mit einem Teil auf dem Kopf. Na geil. Abgelehnt. Ah. Beschütze die Laterne. Du Mad Bro. Beschützt. Tenna hat aber eine ganz schöne Abklingzeit. Da ist schon mal ein Kaktus. Piu. Oh, der ist auf dem Ballon. Und da ich ihn nicht sehe, muss er hier sein. Jo. Peng, abgestürzt. Den muss man nämlich erst den Ballon kaputt machen, dass sie landen. Und dann sind es stinknormale, langweilige, dumme Zombies. Und der nächste. Ich glaube, die kommen nicht über Wasser. Nein, die kommen nicht über Wasser. Ich schon mal da keine setzen. Oh, oh, oh. Böse. Kann ich hier direkt mit Doppelten weitermachen? Oh, schon letzte Welle. Oh, das bringt ja viel. Beschützt die Laterne. Ich mache sowieso gleich wieder einen Untergang. Stirb. Da ist der letzte. Los, stirb. Yeah. Auch wenn ich nicht mehr weiß, was die Pflanze bringt. Aber ich weiß, dass ich sie irgendwie nie benutzt habe. Pusteballon-Zombies und Nebel fort. Genau, brauche ich nicht.
Nur einmal kurz, weg damit. Mehr ist das nicht. Nicht wirklich nennenswert. Level? Welches Level sind wir eigentlich? Keinen Plan, aber ich muss wieder einladen. Yes. Sorry, einmal kurz. Zaubermenü. Level 4. Yeah. Muhahaha. Den. Jetzt brauche ich eigentlich noch eine große Walnuss. Ja, und dann brauche ich wieder irgendjemanden zum Angreifen. Ja, komm. Nehmen wir den. Auf die Plätze, fertig, pflanzen. Yay, diesmal habe ich eine Linie weiter vorne gemacht. The zombies are coming. Brains. Und boing. So cool. Ich konnte sehen durch Nebel, da ist er. Yeah! Da sieht man es auch wieder. Kurz schimmert es mal durch. Jetzt ganz oben. Sieht man an der Glatze. Habe ich die nicht immer hier platziert? Ja. Puh, ich muss mal aufhören, die immer so viel zu platzieren. Da geht's etwas schlecht gerade. Ja, eigentlich hätte ich den nicht wieder platzieren müssen, ich Idiot. Na klar. Rechnet auch so einer. Beschützen. Yes, beschützt. Und ja, ich habe dafür noch so einen Pilz benutzt. Skill halt. Kann nicht jeder. Ah, genau, ich habe keinen Unheilpilz noch dabei. Hier muss ich noch eine. Ah, ne, ich brauch gar keine Hochwallnüsse. Ich habe so viele kleine Dinger, wo die zuerst überspringen. Naja. Ach ja, Level 4-4. Psst.
Da ist er. Der wird aber da landen. Dann den verrecken. LOL! Die können doch über Wasser auftauchen. Verarschen. Die können echt drüber auftauchen. Das war jetzt unerwartet. Aber gut zu wissen. Sie können es doch. Gut, merken wir uns. Letzte Welle. Jetzt bräuchte ich noch hier welche, dann sieht es halbwegs symmetrisch aus. La la la, easy easy, alles easy, alles easy. Laute Geräusche. Komm nicht ernsthaft an den Pin. Kann sich nicht durchfassen. Hey, ein Burrito! Oder ein Taco oder ein Nacko oder ich habe keinen Plan. Ich habe einen Taco gefunden. Was hast du mit diesem Taco vor? Du hast meinen Zaubertaco gefunden. Den muss ich haben. Ich gebe dir 1000 dafür. Ja, der Taco gehört mir. Warum ich dir so viel Kohle für einen Taco gebe? Weil ich deppert bin. Sieh ruhig in meinem Laden rum. Ich habe nämlich neue Ware bekommen. Hey! Was sind das? Pflanze auf Stinkpilze, um Stinkmorche draus zu machen. Sie führen Blitzangriffe in einem kleinen Bereich aus. Okay. Seerosenblatt, um Kätzchen daraus zu machen. Ja, die sind auch ganz nett, die Kätzchen. Ja, ich glaube, die hole ich mir nachher mal. Jetzt kommt Level 5. Oh, das ist geil. Ich und mein Kumpel Harvey Flexcaster haben immer Vasen zerbrochen, wenn wir uns gelangweilt haben. Tja, Harvey ist verreist, deshalb kommst du jetzt mit mir, Harvey Nummer 2. Lass die Scheiben fliegen, Harvey. Und man sieht schon, hier ist irgendwo ein Zombie. Klick in eine Vase, um den Inhalt zu sehen. Bumm. Ja, dann stelle ich die einfach mal hier auf. Das ist auch ganz praktisch immer. Poing. Poing. Bam. Boah, 3 Zombies, wird sich verarschen und dafür so viele Sachen. Das war's? Ah, Mann, du hast das aber ordentlich scheppern lassen. Du hast sie zerbrochen, so wie ich mir damals beim Durchwühlen den Mülltonnen des Gesichts gebrochen habe. Ja, whatever. Ich habe ein paar Vasen für dich, aber zerbrich dich alle auf einmal. Du willst doch nicht mit mehr Zombies herumschlagen, als du verkraften kannst, oder? Ich glaube, hier ist immer ein Item drin. Jo. Jo. Lol. Ja, hier, die kümmern sich um alles. Da noch eine hinstellen, da noch eine. Und da und da und da. Wow. Wieder schwer. Tada! Jetzt warte ich nur noch auf die beiden. Boah, das ist ja so anspruchslos gerade. Klasse! Das dürfte es dann gewesen sein. Wenn du die auch noch zerbrochen hast, bist du fertig. Wie schön. Wieso bekomme ich nie die, die ich möchte? Oh Mann. Yeah, Jackson Zombie. Go Jackson! Oh yeah! Wie ist der jetzt beschwert auch noch Zombies? Die Reihen haben sich schon mal geklärt. Oh fuck. Oh fuck.
Mein Zombie! Muhaha. Na, danke schön. So, die drei müssen den noch kaputt kriegen. Sonst habe ich verkackt. Na dann drücken wir mal die Daumen. Und trinken einen Schluck Wasser. Krieg ich hin, locker. Yes. Ah, jetzt weiß ich auch, welche Leute als nächstes kommen. Verschießt die Erbsen nach vorne und hinten. Jo. Aber wir sind jetzt in Level 4-6. Das heißt, meine paar Levels sind abgeschlossen. Tschö, Leute, bis zum nächsten Mal. Bei Pflanzen gegen Zombies. Booyah.